Jo, jetzt müssen wir ran gegen Roda Kerkrade. Ein kleiner Lokalverein hier bei mir. Stadion ist geschätzt nur 10 Minuten von mir entfernt. Hallo, ich bin Wolf Fuß und das ist so. Oh, der Spieler, das sieht aus wie Mike Büskens. Spielt jetzt bei Kerkrade mit. Haha. So, und ich kann euch auch direkt schon mal berichten, wir haben Kontakt aufgenommen mit einem Verein in der Bundesliga, um vielleicht im Sommer oder vielleicht jetzt im Winter schon zu wechseln. Wie gesagt, so Vereine wie Schalke, Dortmund, Bayern sind ja noch nicht da zur Verfügung, weil da sind wir einfach noch zu schlecht für, mal ganz abgesehen davon, dass ich weder zu Schalke noch zu Bayern will. Und da ist das 1:0, wunderschön, wo ich das gerade mal klären bin, ich hatte gar nichts mit dem Tor zu tun. Ja, wie gesagt, wir haben Kontakt aufgenommen und zwar haben wir Anfragen gesendet an Mainz 05, Hannover 96, ja, und das war's auch schon, weil zum FC Augsburg wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Und ja, wir wollen erstmal, sag ich mal, die Chance haben, überhaupt in die Bundesliga zu kommen und uns dann da weiter zu empfehlen für größere Vereine. Weil ich glaube, wenn du erstmal bei einem kleineren Verein in der Bundesliga bist, hast du direkt schon mal bessere Chancen. Er versucht ihn da durchzuspielen. Ein Schuss auf der Distanz. Oh. Der Tor ist schön. Mike Büskens hat ihn. Das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der schön. Probieren. Und wir führen 1:0. Das ist schön. Das ist wunderschön. Versucht die Gasse zu finden. Jetzt kann er es probieren. Der Torhüter. Boah. Ja, der Mann mit den 1000 Händen, Junge, das ist Mad Mike Büskens. Scheiße. Da kommt die Flanke. Ah, der Torwart den wieder. Torwart behindern. Jo, gar nicht klappen können eigentlich. Ist voll durch mich durchgeflogen. So. Saubere Annahme. Er steckt ihn durch. Und jetzt Marit. Ah, abseits. Scheiße. Abseits, klare Sache. Die Fahne ist oben. Ist ah, fuck. Scheiße. Aber egal, wir führen ja noch 1:0. Noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Ja, habt ihr gehört? 15 Minuten noch ungefähr in der ersten Hälfte. Schlampiger Pass. Typischer Fall von ab durch die Mitte. Typischer Fall von mit dem Kopf durch die Wand. So. Der Ball kommt durch. Da ist die Chance. Und da ist die Chance und da ist das Tor. 2:0. Ich habe zwar noch nie gesehen, dass in Wirklichkeit einer mal auf die Bande drauf springt zum Jubeln. Weil besonders die deutschen Banden würden das, glaube ich, gar nicht aushalten. Ui, Ball ist drin, 2:0, jetzt haben wir mit dem einen Tor was zu tun, nachdem wir das andere Tor quasi voll verlabert haben. Mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen, um am Ende diese Partie nicht zu gewinnen. Na, das stimmt auch wieder. Jetzt müssen wir wirklich viel falsch machen in dem Spiel, wenn wir am Ende nicht gewinnen. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Versucht weiterzukommen. Super. Ja, gut, da war noch einer. Die Fahne bleibt unten. Jetzt aber. Ah, da ist der noch dran. Gefahr gebannt. Und der Torwart rettet mit der Faust. Was war das denn gerade für eine Flanke zum Torwart? Halbzeit! Wir führen 2:0. Waren gerade zwar noch gerade ein bisschen Strafraumgeplänkel, aber konnten wir jetzt nichts wirklich draus machen. Nach Durchgang 1, also steht es 2:0. Und jetzt die zweite Hälfte. So.
Ich bleib wieder vorne, sonst rackert der sich hier voll ein ab. Kann denn er ja gar nicht mehr laufen. Abgefahren. Durch die Abwehr. Außen ist Platz. Ey, was blockt der mich? Ein Schuss aufs Tor. Hey. Scheiße. Brauche mich eigentlich gar nicht aufzuregen. Wir führen 2-0, aber so Chancen, die muss man einfach machen. Muss. Zu wem kann er abspielen? Ja, und vor damit. Einmal durch den Garten. Bam! Da kam der schöne Pass von außen, einfach mal drunter gezogen und der Ball ist drin. Heute haben wir wieder 2 Tore gemacht, bis jetzt, wer weiß was noch kommt. Und wieder müssen wir hoffen, dass PSV Eindhoven nicht gewinnt. Da, schön rüber gepasst auf Station 1 und dann nochmal reingepasst. Oh, sogar mit links. Verbessert sich der Junge. Kriegt mittlerweile auch mal was mit links auf der Reihe. Neuer Spielstand 3-0. Den fängt er so, das habe ich gewollt. Hattrick. Junge! Ich liebe es, wenn man den Gegnern so easy da den Ball abnehmen kann und dann direkt quasi frei vorm Tor steht. Ein solcher Pass darf nie und nimmer gespielt werden. Bam! Da sehen wir es nochmal. Da passt er ihn aus Versehen gegen mich. Ich hole ihn mir. Lauf durch. Schieß. Tor! Machen wir auch nochmal was schön fürs Torverhältnis. Trotzdem, da merkt man schon, was eine Niederlage ausmachen kann. Wir haben verloren und jetzt sind wir schon seit 3 Spielen, obwohl wir alle 3 Spiele gewonnen haben, nicht mehr auf Platz 1, wo wir vorher die ganze Zeit waren. Ah, hängt da einer mit seiner Drecksquanten zwischen. Gut abgefangen. Gefahr fürs Tor. Oh, war der knapp. War der knapp. Scheiße. Ah. 4-0. In Roda JC. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Da ist er dran. Was drehe ich mich denn da nochmal? Einfach mal geschossen, aus Versehen. Ich wollte eigentlich den Ball abnehmen. Ich habe gedacht, der Gegner hat den. Hatte ihn aber nicht. Darum hat er halt Schuss registriert. Aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig viel versprechen. Das könnte was werden. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Er zieht aufs Tor. Was geht denn so weit drüber? Alter. Wohin? Ey, das ist doch nicht normal, dass der so weit drüber ging. Ein bisschen knapper hätte es ja auch getan. Er bekommt den Pass in guter Position. Durch die Abwehr. Der kommt wunderbar durch. Er zieht von da ab. Und da ist das 5-0. Lange entschieden. Kerkrade geht unter. Lohling, auch schon 2 Tore gemacht. Sauber. Wunderschön. Da kriegt er den schönen Pass in Lauf. Starkes Tor, wunderschön anzusehen. Ja, das ist wirklich wunderschön. 5-0. Also vom Torverhältnis müssten wir locker wieder vorne sein. Fuck. Da jetzt keiner gestanden hat von uns. Gute Möglichkeit zu
flanken. Ja, super, super Flanke. Und da ist der Sieg! 5:0 gewinnen wir mit NAC Breda gegen Roda Kerkrade. Boah, was ein Spiel. Scheiße, jetzt habe ich meine Spielerbewertung nicht gesehen. Wir gucken auf die Tabelle. Wo ist Eindhoven? Eindhoven. Remingen hat wieder gewonnen. Ist aber egal, weil wir auch gewonnen haben. Und Eindhoven hat schon wieder gewonnen. Damit sind sie immer noch ein Punkt vor uns. Und Nijmegen ist immer noch nur ein Punkt hinter uns. Wobei AZ Alkmaar jetzt schon 5 Punkte hinter uns ist. Und ja, mit diesem zweiten Platz und diesem schönen 5:0 verabschiede ich mich. Wir sehen uns. Ciao.